Und herzlich willkommen zu Unterwegs in Dessau 40, Palais Dietrich. Das Gebäude ist aus dem 18. Jahrhundert, steht in der Zerbster Straße, der ehemaligen Altstadt von Dessau. Fürst Leopold ließ das Gebäude 1747 bis 1752 für seinen Sohn Dietrich von Anhalt-Dessau erbauen. Nach der Fertigstellung diente das Gebäude als Stadtresidenz des Prinzen. Nach dessen Tod stellte Fürst Franz Teile des Palais dem Philanthropium zur Verfügung. 1780 bis 1793 nutzte die Schule das ganze Palais. Danach zog für ein Jahr die Schwester Dietrichs Henriette Amalien ein. Nach ihrem Tod beherbergte das Gebäude die nach ihr benannte Amalien-Stiftung. Deren Gemäldesammlung konnte erst nach 1815 im Obergeschoss untergebracht werden. 1927 dann, nach der Überführung der Gemälde in die neue errichtete Anhaltische Gemäldegalerie, wurde das Obergeschoss in eine Wohnung umgebaut. Das Palais überstand die Angriffe des Zweiten Weltkriegs fast unbeschadet. Nach dem Krieg wurde das Palais wieder als Schule benutzt. Das jetzige Philanthropium zog aufgrund von Platzmangel aus dem Gebäude aus, welches dann bis 1962 als Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft und von 1962 bis 1972 als Berufsschule genutzt wurde. Von 1972 bis 1986 war es Reichsjugendclubhaus Majakowski und Veranstaltungsort für Diskotheken. Nach mehrfachen Umbau und Restaurierungen wurde das Palais 1986 bis 1996 konstruiert. Dies war auch die Zeit, in der die Stadtbibliothek das Gebäude übernahm. Um die Bestände der ehemaligen Landesbücherei, heute Wissenschaftliche Bibliothek der Anhaltischen Landesbücherei Dessau, aufzunehmen. Die Hauptbibliothek befindet sich im Palais Waldersee. Und das zeige ich euch das nächste Mal. Das war Unterwegs in Dessau 40. Ich zeigte euch das Palais Dietrich. Ich mache mich jetzt wieder auf den Heimweg und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen. Tschüssi!